Komisch, warum ist das hier so leer? Ich denke, wir sollten mal neu einrichten. Vielleicht jetzt? Ich könnte sowieso mal wieder ein Update brauchen. Lasst uns starten. Ich denke, ich habe eine Idee. Fangen wir mit der Küche an, da drüben. Also, seid ihr bereit? Los geht's. Ich würde sagen, wir legen als erstes einen Boden ein. Gott sei Dank haben wir noch einen schönen im Baumarkt gefunden. Der passt perfekt hier rein. Dann müssten wir ihn nur noch festmachen und mit dem Boden war es das schon. Ganz schön anstrengend. Puh, gleich habe ich's. Super. Und jetzt lernen wir erstmal das Regal aus. Das ist voller Sachen. Wir sollten es neu einrichten. Was macht der Kuchen hier? Schlüssel legen wir mal darauf. Das ist mein und Marvins Schlüsselbund. Kappe, das Geld. Und dann können wir auch noch die Tragetücher da reinlegen. Dann habe ich endlich einen Platz, wo ich die verstauen kann. Man hat sie ja schließlich nicht immer an. Ich würde sagen, wir stellen das Regal mal auf die andere Seite. Und noch meine Tasche dazu. Und das passt auch schon. Fangen wir mit der Küche an. Aber erst brauchen wir noch die Tapeten. Aber ich stelle schon mal die Möbel rein. Ich hätte gern diese Glitzertapete. Das wollte Marvin erst nicht, aber er hat sich dann doch dazu entschieden, es zu machen. Nur noch das Loch und perfekt. Für das Fenster, sonst ziehen wir nicht durch. Gut, dann hole ich mal den Tapetenkleber. Und hier ist er auch schon. So. Überall drauf. Mist. Jetzt habe ich es. Super. Und jetzt müssen wir noch die Tapete ankleben. Passt. Die Tapete hält. Ich stelle erstmal die Möbel rein. Den Kühlschrank könnten wir ins Eck stellen. Oder doch nicht. Ich weiß noch nicht. Das Regal muss wieder ran. Ist schon wieder weggerutscht. So, so passt es besser. Die Kücheninsel in die Mitte stellen. Alles schön herrichten. Oh, und der Tisch. Mit dem müssen wir sicher auch noch weitermachen. Soll ich ihn so rum hinstellen oder doch lieber? Nee, andersrum, ja. So passt besser. Die Möbel zu schieben ist gar nicht so einfach. Das ganze Kleinzeug stelle ich dann später noch drauf. Aber erstmal haben wir alles, was wir brauchen. So, die Nacht-Baby-Essstühle und machen wir mit dem Wohnzimmer weiter. Kuchen schon wieder. Die Couch hinschieben, die sind gar nicht so leicht. Die schauen irgendwie gar nicht so schwer aus. Aber gut, die Lampe und das Regal für den Fernseher, super. Ich habe noch ein kleines Bild gefunden, das finde ich auch so schön. Ich mache es am besten hier oben hin. Und dann noch unseren Fernseher, der ist riesig. Und ein kleines Teppich. Ich bin froh. Das sieht so toll aus. Und so lange hat das jetzt eigentlich gar nicht gedauert. Aber gut, ich würde sagen, Endergebnis ist ziemlich gut geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!